Bereits zum 12. Mal ging am vergangenen Wochenende das sächsisch-bayerische Oktoberfest in der Stadthalle Zwickau über die Bühne. Am Freitag und Samstag wurden rund 3000 Besucher gezählt. Und die waren auch in diesem Jahr wieder in zünftigen Trachten gekommen. Musikalisch ging es am Samstag mit den Hiyadamadeln los und die ließen es gleich richtig krachen. Pünktlich um 20 Uhr fand vor der Bühne der Fassbieranstich der Mauritius Brauerei gemeinsam mit der Bandleaderin von den Hiyadamadeln statt. Los geht's! Oh, hey, hey, hey. Jungs, das Bier läuft super! Und dann gab es für die Gäste kein Halten mehr. In den Gängen und auf den Bänken wurde getanzt, geschunkelt oder sich irgendwie nach den Klängen der Musik bewegt. Von Niki bis Helene Fischer. Im Repertoire der sympathischen Bayern war alles vertreten. Auch in diesem Jahr waren die Stangengrüner Lausbuben wieder mit von der Partie. Wir haben uns vorab mit einem Bandmitglied getroffen. Die Stangengrüner Lausbuben sind ja praktisch die Lokalmatadoren der Veranstaltung, die bereits zum 12. Mal stattfindet. Ihr seid wohl zum 9. Mal dabei. Genau. Jawohl, richtig. 9. Mal. Was glaubt ihr, was macht das aus, dass die Leute hier auf den Tischen tanzen, wenn ihr auf der Bühne seid, in Zwickau in Oktoberfest zu feiern? Ja, es ist einfach, die Leute wollen sich auch gerne mal verkleiden, ne, auf Deutsch gesagt, und einfach auch Party machen. Ne. Den Alltag mal vergessen und einfach mal die Sau rauslassen. Ne? Und dann springen sie auf die Tische und ja, ich denke einfach, das ist die Lust zu feiern. Ne? Und wenn wir sie dann noch entsprechend ansprechen mit passenden Liedern, dann ja, geht es halt. Ne? Das ist eine Veranstaltung, das Oktoberfest in der Stadthalle. Wo seid ihr sonst noch überall zu finden? Ja, jetzt ganz schlimm jetzt zur Zeit, Oktoberfeste. Ja, wir sind jetzt, waren in Lauder gewesen, wir haben Wege Haslau Oktoberfest gemacht. Nächste Woche sind wir zweimal in Aue Oktoberfest, Zwölnitz Oktoberfest. Also jetzt ist September, Oktober ist ganz schlimm. Ne? So, und ansonsten ja Dorffeste. Ihr seid eine Stammbesatzung seit wie vielen Jahren oder wandelt sich das immer mal? Ja, wir haben schon ein paar Veränderungen, ne? Seit 1991. Haben wir zu dritt angefangen. Zwei Stangengrüner oder drei Stangengrüner. Oder war ich dann der Vierte sozusagen. Ich kam dann dazu und so hat sich das dann ein bisschen aufgebaut. So, mittlerweile sind wir zu sechst, auch mit Schlagzeug, das haben wir früher auch nicht gemacht. Und ja, es wechselt ab und zu mal. Welcher Titel zu Beginn ihres Auftritts konnte wohl an solch einem Abend besser passen als das Steigerlied? Stimmgewaltig stieg der Chor der Stadthalle mit ein. Neben musikalischer Unterhaltung und kulinarischen Genüssen gab es im Foyer der Stadthalle noch eine kleine Attraktion, die für manchen eine schöne Erinnerung an das 12. sächsisch-bayerische Oktoberfest darstellte. Ein Daumenkino. Während die Stimmung in der Halle weiter ungetrübt war, zog Anja Heinschel von der Kultur Z für uns ein kurzes Fazit. Die Stimmung ist absolut bombastisch. Wir freuen uns so sehr, dass das so gut angenommen wird und dass die beiden Tage immer ausverkauft sind. Und im kommenden Jahr haben wir es auch wieder am 23. und 24. Oktober und hoffen natürlich, dass wieder genauso viele Leute kommen. Also wer sich dafür interessiert, könnte jetzt schon seine Karten wieder vorbestellen. Jetzt noch nicht, aber es wird am 24.11. der Vorverkauf starten. Es ist ja eine Eigenveranstaltung der Kultur Z. Worauf dürfen sich die Leute dieses Jahr noch freuen? Ja, ganz wesentlich. Wir haben unsere traditionelle Silvestergala in der Neuen Welt. Und da wird es wieder ein schönes Showprogramm geben, eine Liveband, wo man tanzen kann, wo man wirklich dann schön in das neue Jahr starten kann. Und dann haben wir auch in der Neuen Welt noch eine Ü30-Party, die ist wieder am 21. November. Da startet jetzt am Dienstag bereits der Vorverkauf.
Und ein besonderes Highlight, die hatten wir auch noch nicht da, Molly Hatchet, gemeinsam mit Speiches Monoke am 18.12. in der Neuen Welt. Auch sehr zu empfehlen. Zu vorgerückter Stunde war die Stimmung weiter ungebrochen und auch Zwickaus Oberbürgermeisterin fühlte sich gemeinsam mit ihrem Ehemann gut unterhalten. Angemerkt sei noch, dass all diejenigen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern oder Geschäftskunden etwas Gutes tun wollen, Lounges mieten können. Die Buchung erfolgt direkt über die Stadthalle. Als wir die Veranstaltung verlassen haben, gab's ein Prosit auf die Gemütlichkeit und die hielt dann wohl noch einige Zeit an. Keine Frage, dass sich alle Oktoberfestbegeisterten 2015 an gleicher Stelle wiedersehen werden.